Wir starten ein neues Video gegen Nature 23. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Wir klicken direkt auf Play. Wenn ich jetzt mit Koran ankommen würde, ist ja klar, ja? Die Christen glauben ja gar nicht an Koran. Aber ich komme. Das stimmt. Das macht ja auch keinen Sinn. Ja, deswegen komme ich auch mit den Muslims nicht mit dem Koran, weil die glauben ja auch, also wenn ich mit ihm debattieren würde, mache ich ja eh nicht. Zumindest wenn wir über die Bibel reden, brauchen wir nicht über Koraninhalte sprechen, weil da steht ja nicht in der Bibel drin. Ja. Aber wenn, ich sage ja, wie gesagt, deswegen ja nicht, in meinem Koran steht es aber nicht drin, was der Ramazan erzählt, was aber in seinem Koran drin steht. Ne? Dementsprechend ist es unlogisch, ne? Zwar darüber zu reden. Ich habe gegen die Bibel geredet, aber nicht mit Koran, ja nichts da. Ramazan hat überhaupt nicht gegen die Bibel geredet, sondern er hat gegen die Ramazan-Bibel geredet. Ja. Das ist ja schon Götzendienst. Komm. So, also ich will erstmal noch eine Sache klarstellen. Und zwar hier in dem Video sagt auch Nature23, das war jetzt nicht ein Abschnitt, den wir jetzt abgespielt haben, sondern er sagt auf jeden Fall, er würde halt nicht debattieren, wenn jemand die Bibel ablehnt. Es macht einfach für ihn keinen Sinn. Dann frage ich mich gerade, wie will er überhaupt mit Atheisten debattieren? Er gibt ja die Atheisten gar keine Chance. Ja? Und man muss auch irgendwie, auch wenn man jetzt daran nicht glaubt, an die Bibel, wenn er gegenüber nicht an die Bibel glaubt, muss man trotzdem versuchen zu argumentieren auf beste Art und Weise, ohne vielleicht auch die Bibel. Ja, aber das können die Christen wenig. Die gucken einfach rein, was da geschrieben steht. Die wissen nicht mal, wer die Verfasser sind. Die meisten Verfasser sind Pseudonym, ja, und die haben nicht mal einen Verfasser, ja, gerade Textus Receptus. Ja, wenn man mal wirklich mal gucken würde, die ganzen Schriften, die halt der Schreiber, der Verfasser halt zumindest in einem Buch verfasst hat oder ja, in einem Buch halt aufgeschrieben hat. Der wusste gar nicht die ganzen Verfasser. Die ganzen Verfasser sind Pseudonym, die sind gar nicht bekannt. Und das meine ich ja, und das muss man natürlich recherchieren, wer waren die Verfasser, wie glaubenswürdig sind diese Schriften, wer hat diese Sachen abgelehnt. Ich meine, es gibt Dutzend Christen, christliche Gelehrten, nicht nur liberale Christen, die auch bibeltreu sind, solche Christen, die halt auch diese Lehren ablehnen, an was Nature23 glaubt. Und wenn wir mit diesen Christen ankommen, dann sagt er, das sind auch keine Christen, das sind liberale Christen, keine richtigen Christen. Dann kommst du mit christlichen Gelehrten an, die wirklich jahrelang studiert haben, ja, die auch mit Wissenschaft ankommen, ja, und dann wird Nature23 auch sagen, ja, okay, das sind Verräter-Christen. Also immer wieder werden die diese Leute ablehnen. Aber es gibt mehr Christen, sage ich ganz ehrlich, was ich zumindest gelesen habe bis jetzt, die Schriften kritisieren, also ich rede jetzt von den Schriftgelehrten der heutigen Zeit und der letzten von mir aus 700, 800 Jahre, ja, die halt schon für Kritik offen waren. Aber Nature23 sagt, nein, guck mal hier, Bibel, Ramazan-Bibel ist das. Ja, was für Ramazan-Bibel, was redest du da überhaupt? Ich meine, die Verfasser davon, was haben wir gesagt? Die ganzen Paulus-Briefe, ja, die wurden kanonisiert. Von wem? Von Marcion, von einem Ketzer. Von jemandem, der abgetreten ist, der gar nicht wirklich an die Bibel geglaubt hat, ja. Von solchen Menschen wurde es kanonisiert. Der hat diese Sachen auch bewahrt und hat auch Zugriff gehabt und die Möglichkeit gehabt, diese Sachen zu verfälschen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also versteht ihr, meine Geschwister im Islam und die Nicht-Muslime? Ich meine, er kommt hier an und sagt, Ramazan-Bibel. Nein, das ist kein Ramazan-Bibel. Erstmal komme ich hier mit den vier Evangelien an. Du kommst mit Paulus an. Jetzt haben wir hier Jesus und Paulus. Wer ist höher, Paulus oder Jesus? Für mich ist Jesus' Wort, Friede sei auf Jesus, höher als ein zweiter, ein dritter, egal wer das ist, von diesen in seiner Zeit, die gelebt haben. Das Wort von Jesus ist immer höher, weil Jesus ist das Evangelium. Jesus ist das Wort Gottes. Jesus wurde offenbart, ja. Jesus ist für uns der Gesalbte. Jesus ist der Messias und nicht Paulus, Maulus oder irgendjemand, der danach gelebt hat. Du kannst nicht mit Paulus ankommen und versuchen, Jesus zu widerlegen. Da haben wir hier Jesus versus Paulus. Ja, das geht nicht, weil Jesus ist das Wort, es ist das Evangelium. Paulus hat nicht mal Jesus gesehen, hat nicht mal die Möglichkeit gehabt, Jesus zu sehen. Wenn wir jetzt zwei Sachen haben, der eine widerspricht den anderen, dann nehmen wir immer Jesus. Immer sollte ein Christ zumindest Jesus nehmen. Ein Christ sollte das Wort von Jesus eher glauben. Aber was machen die, wenn Jesus Wort, Jesus spricht und Paulus spricht, dann sagt man Paulus.
Man sagt nie Jesus, man kommt immer mit, warum? Weil der Paulus passt sich am meisten an die, an diesen Lehren, an diese Kirchenlehre, weil die Kirche oder der Marcion hat diese Briefe verfälscht, verändert, ja. Er hat einfach diese Paulusbriefe teilweise verfälscht, die sind nicht alle von Paulus geschrieben, ja. Dazu werden wir auch inshallah noch reden. Wir machen jetzt hier einfach weiter, weil lange genug geredet, also der Nature 23 gibt die Atheisten gar keine Chance, weil er sagt einfach, ne, das macht keinen Sinn und so, die lehnen das ab, dann macht es keinen Sinn. Frage ich mich, ey, wo ist deine Logik, wo ist dein Verstand, wo sind deine Argumente? Du musst ja mit Argumente, das ist die Wahrheit und nicht die Lüge. Die Wahrheit wird gegen die Lüge immer siegen. Ja, jetzt machen wir weiter hier. So, was machen wir hier? Minute, haben wir hier was aufgeschrieben? Irgendwas soll angeblich erste Stunde sein und 11. Minute. Weil wir können jetzt nicht das ganze Video hier abspielen, ne? In der Hölle schmoren. Ja, die wichtigsten Sachen. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, ach so, der Koran. Wir haben die Djinn und die Menschen erschaffen, damit sie nur mir dienen. Was ist, wenn man jetzt statt dem Schöpfer die Schöpfung anbetet? Die ist nicht gut. Statt. Der Nature. Da haben wir schon mal was gemeinsam, Nature. Siehst du, so gefällt es mir. Ist nicht gut. Den, der erschaffen hat, die Schöpfung anbetet. Ja. Genauso wie die Buddhisten. Also jemand, der die Bibel kennt, der weiß, dass zumindest kein Geschöpf angebetet wird. War Jesus an sich schon mal biblisch, wenn man das zumindest davon überzeugt ist, dass man Jesus anbeten darf, dann hätte man zumindest das immer auf seiner Seite das Argument, Jesus wurde ja auch nicht geschaffen, sondern er ist ja aus Gott geboren worden. Und daher ist er ja in Gott gleich sozusagen vom Wesen her. Also dementsprechend zieht denn der Vers nicht mit, ihr habt Geschöpfe angebetet, die Gott erschaffen hat. Weil Jesus wurde ja nicht erschaffen, laut der Bibel. Die nennen was? Jesus wurde nicht erschaffen, laut Bibel? Jesus hatte Körper gehabt. Genauso wie wir. Zwei Hände, 5 Finger, 2 Augen, 2 Beine. Eine Nase, ja, oder 10 Finger, ja. Also Jesus, alayhi salam, und diese Sachen sind erschaffen. Diese Sachen sind ja nicht so, dass wir die selber erschaffen haben oder dass es selber aus Zufall irgendwie gekommen ist, sondern diese Körperteile sind erschaffen. Und zwar auch für Bibel, also es ist nicht nur jetzt hier meine Lehre hier. Eine Sekunde. So, eine Sekunde. So, hier, genau. Solche hier, der Herr hat alles für seinen Zweck erschaffen, so auch den Frevler für den Tag des Unheils. Der Herr hat alles für seinen Zweck erschaffen. Also, der Mensch ist erschaffen, das ist jetzt nicht der einzige, es gibt mehrere Stellen, aber ich würde jetzt nur 2, 3 Stellen aufzeigen. Hat nicht er, der mich im Mutterleib erschuf, auch ihn erschaffen? Und hat nicht einer uns im Mutterschoß erschaffen? Gebildet, ja, also mehrere Stellen in der Bibel im Alten Testament. Bedenke, Herr, was ist das Leben? Wie nichtig hast du alle Menschen erschaffen? Jetzt hatte Jesus Körper gehabt, ja, hatte Jesus alaihissalam eine Seele gehabt, ja, hat Jesus geschlafen? Hat Jesus gegessen? Ist Jesus dann auf Toilette gegangen, wie jeder andere Mensch auch? Ja, 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 ja. Hat sich Jesus gewaschen? Ja, ja, ja. Das bedeutet, alles, was wir gerade tun, hatte Jesus auch. Und diese Sachen sind doch erschaffen. Also ich verstehe gar nicht, was diese Leute denken. Jesus wurde geboren. Wenn Jesus, ich meine, allein alles, was auf der Erde ist, alles, was im Himmel ist, alles, was auf der Erde ist, ja, das ist alles erschaffen. Alles ist erschaffen. Alles, was du gerade siehst, ist erschaffen. Es gibt nichts, was du nicht siehst, was nicht erschaffen ist. Und Jesus wurde auch gesehen und Jesus ist auch erschaffen. Denn Jesus wurde hier auf der Erde gesehen. Er war hier wie bei uns, wie mit uns. Das heißt, er war ein Mensch gewesen. Er wurde geboren. Ja, er hat laut Bibel hat er geweint. Ja, laut Bibel hat ihn Gott ernährt. Und zwar wo? In
Bauch Marias, ja, im Bauch Marias wurde Jesus ernährt, ja. Das heißt, er war abhängig gewesen, Gott. Alles, was abhängig ist, ist erschaffen. Gott ist allein nicht erschaffen. Alles andere ist hier auf der Erde erschaffen. Gott ist nicht erschaffen. Ja, Gott und Gottes Wort, Gott ist nicht erschaffen. Und klar, Jesus, das, was er gesprochen hat, war ja aus dem Evangelium. Und wenn es das Wort Gottes war, war das Wort Gottes nicht erschaffen. Genauso auch wie der Koran. Der Koran ist auch nicht erschaffen, wenn es auch Wort Gottes. Das ist was anderes. Aber Jesus, wir reden nicht vom Wort Gottes. Wenn Jesus das Wort Gottes gesprochen hat, die Offenbarung gesprochen hat, dann wurde die Offenbarung ist nicht erschaffen. Deswegen sagt der Jesus was in der Bibel? Ihr seid von unten, ich bin von oben. Das ist was gemeint? Ihr seid auf der Erde, eure Worte, eure, das ist alles, ja, das ist Wunschvorstellung, Mutmaßungen und so weiter. Aber mein Wort, das Wort, was ich sage, ist das Wort Gottes. Das ist damit gemeint. Das Wort Gottes, kein Problem, Konsens der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ist es was? Ist nicht erschaffen. Ja, aber Jesus selber, sein Körper, und der hat da zwischendurch mal auch andere Sachen gemacht, er hat da nicht die ganze Zeit das Gottes Wort gesprochen. Diese Sachen sind alles erschaffen. Ja, seine Seele, sein Körper, alles ist erschaffen. Ja, und damit kommen natürlich die Christen meistens nicht klar, ja, die wissen nicht. Er sagt, Jesus ist nicht erschaffen. Was ist das für ein Mensch? Er wurde doch geboren, Mann. Kam Jesus irgendwie und der von nichts und ist anders? Er sagt, guck mal an, der gleicht ja Gott und somit ist Jesus nicht erschaffen. Er musste den Menschen annehmen. Also das heißt, Gott wurde zum Mensch, wurde erschaffen. Ja, alles, was du siehst, ist erschaffen. Und du kannst nicht sagen, Gott und Jesus waren wesentlich gleich. Weil Gott hat keinen Körper, hat keine Glieder. Ja? Gott ist nicht erschaffen. Gott ist über unseren Vorstellungskraft. So steht auch im Alten Testament geschrieben, ja, dass es Gott niemand gleicht. Nichts gleicht Gott. So wie auch im Koran, so steht auch in der Bibel geschrieben, das hatten wir schon ein Video gemacht und aufgezeigt, Gott im Alten Testament gleicht niemanden. Ja? Und deswegen, und Jesus gleicht uns, weil er erschaffen ist, weil er geboren wurde, weil er genau dieselben Eigenschaften hat wie wir. Klar, er hat Wunder getrieben, das ist was anderes. Aber trotz allem war er wie wir gewesen, er war nicht anders. Und Gott ist nicht gleich. Deswegen kannst du nicht Jesus mit Gott gleichsetzen, weil einige das sagen. Wenn ich jetzt sage, ich bin ein Arzt, bin ich ein Arzt? Nein, ich muss auch aufzeigen können, dass ich ein Arzt bin. Wenn irgendjemand kommt und sagt, er ist Millionär, ist er gleich Millionär? Nein, dann muss er mal zeigen, ob er Millionär ist. Ja? Das heißt, alles, was man sagt, ist man nicht gleich. Man muss ja auch prüfen, schauen, gucken, ob das auch richtig ist. Wir machen jetzt hier direkt weiter, weil sonst verlieren wir hier viel Zeit. Allmächtigen Gott ist der Vater. Und alles andere sich dem unterordnen muss. Egal ob göttlich, menschlich, tierisch, englisch, ja, spielt gar keine Rolle. Ja. Dann würde es nicht dazu kommen, dass Koran und Bibel gleich sind. Ne? Tja, da bleibt es auch wieder. Der Suchende muss sich entscheiden. Der sollte auf jeden Fall mal beides lesen. Komplett die Bibel, komplett den Koran, ja. Wenn er sich nicht sicher ist oder wenn er Fragen hat. Ja. Ja. Also wenn derjenige den Koran komplett liest und die Bibel komplett liest, der wird sich, muss sich für den Koran entscheiden. Oder er wird gar nicht gut schlafen können. Oder er ist wirklich unehrlich. Heutzutage gibt es solche Menschen, ne, die heute wirklich den jemanden, also irgendwas vergleichen mit was weiß ich was, ja, mit Gold, mit Dreck vergleichen, ja, sage ich mal ganz ehrlich. Also es gibt solche Menschen, deswegen kann man, diese Leute kann man da nicht retten. Aber am Ende, ja, wer den Koran und die Bibel liest, der wird auf jeden Fall, weil der Koran ist einfach anders. Ich mache das nicht, Mama, hier kann man kurz. Aber vielleicht werden einige sagen, guck mal, Ramazan, ja, für dich ist es so, das ist der Islam, ist so, du sagst einfach, der Islam ist die Wahrheit, weil du Muslim bist. Nein, das geht mir um meine Seele hier. Warum soll ich meine Seele in Hölle schmeißen? Wie kann ich das nur tun? Ich will die Wahrheit wissen. Wenn die Bibel die Wahrheit ist, dann würde ich jetzt sofort die Bibel folgen. Sofort, ohne Wenn und Aber. Aber
Weil wir sind nicht hier, wir folgen nicht hier wie Hooligans, ja, die halt eine Fußballmannschaft folgen, ja. Weil die sind ja so, zum Beispiel der Münchner Fan, der ist einfach Münchner Fan, weil er einfach Bayern München gut findet, ja. Und der andere ist Hertha-Fan, der findet einfach Hertha gut, Hertha Berlin gut. Und egal wie schlecht die beiden spielen, die verlassen ihre Mannschaften nicht, ihre Teams nicht und sind zielstrebig, hartnäckig, haben den falschen Stolz und gehen nur diese eine Linie und alles andere lehnen die ab. So sind einfach die Fanatiker, ja, die einfach fanatisch sind, die einfach gar nicht ihre Mannschaften aufgeben können, ihre Teams aufgeben können, ja, die einfach, egal was passiert, die folgen einfach ihre Mannschaften. So bin ich nicht, um Gottes Willen. Das ist die größte, fatalste, das ist fatal überhaupt, ja. Das ist wirklich fatal. Wir folgen die Wahrheit. Warum? Weil wir wirklich aus dem Herzen aus so fest davon überzeugt sind, ich rede jetzt von mir, fest davon überzeugt bin, dass es die Wahrheit ist und dass es keine andere Wahrheit gibt, weil sonst würde ich doch nicht hier beten, fasten und andere Sachen machen und auf viele, viele Sachen verzichten müssen. Hallo, ja, ich lebe nur einmal hier auf der Erde, wenn ich jetzt nur Atheist bin oder was weiß ich was bin. Ja, wenn es nicht die Wahrheit ist, dann habe ich nichts davon, von dies. Weil ich muss ja auf einige Sachen verzichten. Ich bin ja kein Christ, der einfach Christ bin. Jesus für die Sünden der Menschen gestorben. Unzucht treiben, ach ja, ist schlecht, Jesus will nicht. Aber egal, Jesus für die Sünden der Menschen gestorben. Ja, weil Frauen ein bisschen angucken, ein bisschen dies, das, ein bisschen flirten, bla. Ja, so gar nicht biblisch leben, sage ich ganz ehrlich, weil biblisch leben ist ja ganz was anderes. Also wenn ich die Bibel lese, dann sehe ich hier keinen einzigen Christen hier auf der Erde. Ja, ich sehe keinen, ich habe bis jetzt keinen Christen gesehen. Wenn ich die Bibel lese, weil ich respektiere die Bibel. Ja, aber ich will darauf hinaus, dass ich ein Muslim bin, weil ich davon fest überzeugt bin, dass es die Wahrheit ist und gerade erst recht, wenn ich die Bibel öfters gelesen habe, ich kann es beides einfach unterscheiden und sehen, was die Wahrheit ist, und der Islam ist einfach die Wahrheit, der Islam ist die Wahrheit, der Islam ist die Wahrheit, Alhamdulillah, 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 das ist wirklich so. Aber wenn die Bibel die Wahrheit wäre, ich würde Islam sofort lassen und würde die Bibel folgen, weil die Bibel die Wahrheit ist. Aber die Bibel ist einfach ein Buch, die Schrift von man weiß nicht mal, von wem das ist. Ja? Stell dir mal vor, du kriegst einen Brief nach Hause geschickt und du weißt nicht mal, wer der Verfasser, wer diesen Brief geschrieben hat. Ja? Und da steht einfach geschrieben, du bist Millionär. Würdest du daran glauben, du wirst einfach zerreißen und wegschmeißen, weil du gar nicht daran glauben würdest. Oder stell dir mal vor, da steht einfach mal drauf, auf dem Brief steht drauf, ja, oder in dem Brief steht geschrieben, dass du so viel Geld bezahlen sollst. Zahlen Sie hier 5.000 Euro, so und so. Würdest du das zahlen? Du wirst niemals das zahlen. Du wirst es zerreißen und wegschmeißen, weil das geht gar nicht. Ja, das ist, weil du weißt nicht mal, wer diesen Brief geschrieben hat. Aber stell mal vor, du kriegst vom Anwalt, vom Staat und vom Gerichtskosten oder von irgendwelchen Kosten, die du halt vielleicht davor nicht bezahlt hast. Und da steht auch geschrieben, ja, dann wirst du es natürlich auch zahlen, weil du ganz genau weißt, wer das geschrieben hat. Dann kannst du dich auch nochmal erinnern, wenigstens, ja. Aber so kannst du dich gar nicht erinnern. Du liest einfach was. Ja, Jesus hat das gemacht. Ja, schön und gut. Kann die Wahrheit sein, kann auch Lüge sein. Kann auch beides sein. Kann sein, dass in einem Vers die Wahrheit drin steht und kann im nächsten Satz wieder die Lüge sein, weil du weißt nicht, wer das geschrieben hat. Kann sein, dass derjenige was zugefügt hat und du hast keinen Beweis. Du kannst nicht mal sagen später zu Gott, ey, die Bibel hat der und der geschrieben. Weil du hast ja gar keine Beweise, wenn du sagst, jetzt die vier Jünger, vergiss das bitte. Ja, es ist Konsens der aller Gelehrten, der christlichen Gelehrten, der Schriftgelehrten, dass die vier Jünger die Bibel, heutige Bibel, nicht aufgeschrieben hat. Ja, aufgeschrieben hat. Das, was wir heute lesen, ja, von Textus Receptus und Nestle Erland, ja, diese beiden Schriften sind nicht von Anfang bis zum Schluss von das Wort von Jesus. Nur mal nebenbei, also nur damit du Bescheid weißt. So, wir machen jetzt hier weiter. Aber es wird nicht zu kommen. Aber gegen diese Modelle kann Ramazan nichts unternehmen. Ja, ich erwarte auch nicht viel, dass Ramazan meine Videos widerlegt. Der Typ, ey. Ich und Ramazan, wir kennen uns eigentlich soweit ganz gut. Ja, wir kommen aus der gleichen Stadt. Wir reden auch miteinander manchmal, ja. Aber ich habe ihm schon gesagt, Ramazan, du wirst sehr wahrscheinlich nicht eines meiner Videos irgendwie versuchen zu widerlegen, dass das falsch ist, was ich über die Bibel sage. Das machst du lieber mit den anderen Christen, aber mit mir wirst du es wahrscheinlich nicht machen. Ja.
Und ich rechne auch nicht damit, dass es passiert. Zumindest wenn es über die Bibel geht, sagen die Leute, die, wo er schon vielleicht für sich erkannt hat, das kann eh nicht stimmen, was die da sagen. Also er sagt, weil ich finde es schon lustig, Nietzsche 23 finde ich wirklich ein bisschen lustig. Also ist ein Fall für sich. Ich werde ihn nicht widerlegen. Er glaubt nicht, dass ich irgendein Video von ihm widerlegen werde. Ich werde alle deine Videos, Nietzsche 23, widerlegen. Alle. Und es wird mir so einen Spaß machen wie kein anderes Video. Kannst du dir das vorstellen? Weil die anderen Schmarotzer, das waren richtige, eklige, penetrante Menschen gewesen, die ich teilweise manchmal ihre Stimmen gar nicht hören konnte. Aber ich kann mir wirklich deine Stimme gerne hören. Ja, das gibt, also ich komme damit gut klar, sagen wir mal so rum. Ja, aber die anderen, das waren so eine richtige miese Ratten gewesen, die von vornherein das Schlechte wollen. Ich glaube, dass du was Gutes im Herzen hast, auch wenn du jetzt den Islam nicht folgen wirst, auch wenn du jetzt als Christ sterben sollst, das spielt keine Rolle, jeder seins. Aber ich gehe davon trotzdem aus, dass du was Gutes im Herzen hast. Ja, weil du bist auf jeden Fall nicht auf diese Schiene gegangen wie die anderen. Aber deine Videos antworten, das tue ich doch so gerne, Nature 23. Ich tue das wirklich gerne. Vor Jahren wollte ich schon mal auf dich eingehen. Ich habe mal kurz so einen Abschnitt gesehen nur, aber ich dachte, nein, wir lassen diesen Jungen in Ruhe. Immerhin benimmt er sich. Er hat nicht so, er ist nicht so, wie heißt man? Ja, du hast schon seine eigenen Macken, hast du schon auf jeden Fall, aber du bist nicht, du übertreibst halt nicht, sagen wir mal so. Du beleidigst nicht, beschimpfst nicht. Ja? Aber trotzdem hast du deine Macken, aber dass du jetzt gerade so lachst und sagst, ey, der Ramazan wird so oder so kein Video von mir widerlegen. Also wir sind jetzt gerade im vierten Teil oder fünften Teil, ich weiß gar nicht mehr. Und alle deine Videos werden widerlegt. Das nächste Video ist sehr interessant. Es geht hier um Beschneidung, ja, Christentum, da gehst du auch ab. Da sagst du, ja, das ist nicht erlaubt halt oder wir müssen uns nicht beschneiden, ja. Und das werde ich dir auch aus der Bibel zeigen. Keine Sorge, Nature, sogar das, alles wird von dir widerlegt, ja. Und es macht mir wirklich Riesenspaß, so Spaß wie noch nie zuvor mit anderen Christen, sage ich dir ganz ehrlich. Und denkst vielleicht, ich wollte jetzt hier irgendwie Aufrufe haben, weil ich gegen anderen geantwortet habe. Und natürlich, die Community, die Leute, die halt im Internet sind, die gucken sich gerne solche Videos an, ne? Wo halt andere widerlegt werden, wo andere Christen widerlegt werden. Ja, das gucken sich gerne an, die Videos, aber das interessiert mich wirklich gar nicht. Weil ich fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Es geht mir nicht um Riya, um Augendienerei, dass ich jetzt hier Augendienerei ausübe. Und damit ich gegen diese Leute nur Videos mache. Nein, das sind für mich Geschichte. Jetzt, das sind Geschichte für mich. Ja, das sind gar nicht Rede wert. Also es geht mir nicht hier um gesehen zu werden, um Aufrufe. Nein, das geht mir einfach nur um die Wahrheit aufzuzeigen und die Lüge einfach ja, nie auszulöschen. Und so Allah will, werden wir das immer wieder tun, auch mit deinen Videos auch. Keine Sorge, bis jetzt haben wir schon dich, ich finde, kein Kommentar. Wir machen einfach mal weiter. Ja. Sucht er sich dann raus, aber. Das ist wieder so, du liegst sehr oft falsch. Oft liegst du falsch. An mir wirst du dir die Zähne weiterhin ausbeißen. Das weiß ich. Das ist Jesus aber. Er sagt, dass jeder weiß. Gucken wir uns mal weiter mal an. Jesus ist das nicht. Kann sein, dass Jesus mal was wusste, aber er war nicht dauerhaft für immer bis zu also ewig allwissend und allmächtig. Das stimmt. Die Christen, darum geht es doch ganz Zeit. Mächtig war er gewesen, weil Gott ihm diese Kraft gegeben hat, diese Möglichkeit gegeben hat. Ja, war er mächtig gewesen. Und wissend war er von dem Wissen, was Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat, was Gott ihm gegeben hat. Wenn Gott ihn über einige Sachen, Verborgene, über das Verborgene, Wissen gegeben hat, dann hat es Allah gegeben, mit Allahs Erlaubnis ist geschehen. Und hast du damit ein Problem, Nature? Dass die Macht Allah Gott ihm gibt? Dass das Wissen von Allah kommt und nicht von ihm selber kommt? Ich weiß es nicht. Hast du damit ein Problem? Erklär mir mal bitte. Machen wir weiter. Antworten dann, er war aber dann ein Mensch gewesen. Und das ist es genau. Er war ein Mensch und nicht Gott. Er war ein Prophet. Er war ein Prophet. Und was? Sie wissen nicht, was Propheten ist, ganz ehrlich gesagt. Diese Leute wissen wirklich nicht, was Propheten sind. Propheten sind Diener Gottes, die auserwählt wurden von alle Menschen auf der ganzen Erde. Und das sind die besten Menschen überhaupt. Und nicht nur Jesus, auch Moses, auch Noah, auch Abraham, auch Mohammed sallallahu alaihi wasallam.
Friede sei auf allen Propheten. Und die denken, Propheten sind Sünder wie wir Menschen, so haben gelaufen, gegessen, getrunken, haben gesündigt. So denken diese Menschen und das ist falsch. Die Propheten sind nicht wie wir. Die Propheten sind höher als wir, viel höher. Und die sind gesegnet und die sind auch alle sündenlos. Propheten eigentlich, Propheten sind... Und wer ist sein Vater und seine Mutter, Ramazan? Hatten denn die Propheten alle einen Vater und eine Mutter? Ja, außer Jesus. Jesus. Jetzt ist doch die Frage, ist man denn vielleicht mehr als nur ein Mensch? Der Koran sagt nein. Ja, aber die Bibel sagt ja. Jesus hat nämlich keinen menschlichen Vater und auch keine menschliche, also und nur eine menschliche Mutter. Ja. Das macht ihn also zu etwas anderem. Und die Bibel sagt zu Recht, es ist ein Sohn Gottes. Ja, man könnte sagen, halb göttlichen, schöpferischen Ursprungs, und zwar perfekt. Und zum Teil die menschlichen Züge, die die Mutter mitgegeben hat. Ne? So, er sagt, ihr habt es selber gehört, also passt mal auf, war denn jemand ohne Vater gewesen, irgendein Prophet? Ja. Und lacht aus und sagt, es kann ja gar nicht sein, ne? Denn alle Menschen waren mit Vater, die hatten einen Vater gehabt, ja, und Jesus Vater war ja Gott gewesen, das will er damit sagen, obwohl Jesus geboren wurde von Maria, ja, aber es ist wieder ein anderes Thema. Aber ich kenne jemanden, der weder mit Vater war, noch mit Mutter. Und zwar das Adam, auch ein Prophet. Wir reden jetzt vom Propheten. Allah subhanahu wa ta'ala antwortet auf solche Leute, die auf diese Art und Weise versuchen zumindest zu argumentieren. Allah tabaraka wa ta'ala sagt im Koran, inna masala Isa inna Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Gewiss, das Gleichnis Isas ist bei Allah wie das Gleichnis Adams. Er schuf ihn aus Erde. Hierauf sagte er zu ihm, sei und da war er. Kun fayakun. Ja. Also wie gesagt, Adam a.s. war auch ohne Vater und auch ohne Mutter. Und trotzdem kann man jetzt sagen, dass Adam a.s. jetzt Gott ist aus diesem Grund. Das ist ganz normal Standard, dass die Leute damals auch damit ankamen und gesagt haben, guck mal, Jesus ist ohne Vater. Aus diesem Grund ist Jesus a.s. Gott. Und Allah tabaraka wa ta'ala antwortet, er sagt, guck mal an, ich habe Adam sogar ohne Mutter erschaffen. Ja, mit meinen eigenen Händen erschaffen. Ja, mit meinen eigenen Händen erschaffen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, dass er Adam a.s. mit seinen eigenen Händen erschaffen hat. Und trotz allem ist er nicht Gott. Kann man jetzt sagen, guck mal, Adam muss eigentlich normalerweise erst recht, für Nietzsche 23 müsste Adam a.s. erst recht Gott sein, weil ohne Mutter, ohne Vater der erste Mensch. Nicht geboren, ja, und das muss normalerweise, ja, das ist einfach billig, dass er jetzt so auch versucht, so, guck mal an, wie er gerade hier lacht, wie er sich selber auslacht, weil er blamiert sich hier nur einfach, weil er einfach keine Argumente hat und versucht, auf diese Art und Weise einfach zu argumentieren, ja, guck mal an, hier ohne Vater, und lacht sich selber aus, ja, wir hören uns mal nochmal an hier, damit ihr einfach seht, ich meine, am Ende ist es ein bisschen traurig, sage ich ganz ehrlich, weil ich von Nature 23 das nicht erwartet habe. Und wer ist sein Vater und seine Mutter, Ramazan? Hatten denn die Propheten alle einen Vater und eine Mutter? Außer Jesus. Nein, auch Adam. Menschlichen Züge, die die Mutter mitgegeben hat, ne, könnte man theoretisch zumindest meinen. Also es ist auf jeden Fall ein Unterschied. Man merkt gerade, was für Fehler diese Christen machen immer wieder. Die kommen mit irgendwelchen Argumenten, aber es sind keine Argumente. Die widersprechen sich selber. Das ist es halt. Adam war ohne Vater und Mutter und der lachte uns aus und versucht, denkt, er hat ein Argument gefunden. Ja? Unglaublich. Ein Menschen, der gezeugt und geboren wurde. Ja, durch einen Menschen. Vater, Mutter. Gesandte, ja. Die einfach die Offenbarung bekommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Josef erhält, kriegt keine Offenbarung. Ich kriege keine Offenbarung. Kein Mensch... Naja, ich will jetzt hier ein bisschen weiter. Was mit den anderen Sünden, die du im Leben begangen hast? Ich kann dich hier nur reinlassen, wenn du perfekt bist, ohne Sünde. Oder wenn du ein Opfer vorweisen kannst, das ich annehmen kann, das wohlgefällig ist. Und das kann der Mensch nicht ohne Jesus. Deswegen muss jeder Moslem auch nach der Totenauferstehung, ja, muss glauben dann, wenn es ihm vorgeführt wird,
dass es nur so geht. Nur der durch den Sohn Jesus Christus kann man ins Paradies kommen. Egal, ob du viel oder wenig gesündigt hast, nur so geht es. Oder du kannst in den Feuersee gehen. Die Option hat man natürlich auch, den zweiten Tod im Feuersee zu sterben. Ja. Aber um dieses Konzept geht es. Ja. Das ist halt. Das kennt man aber nur, wenn du die Bibel gelesen hast. Nur in der Bibel ist das drin. Da musst du von ja, aber da hast du die hier Wunschvorstellung. Das ist dein Wunsch. Woher weißt du, dass es die Wahrheit ist? Beweise es mir mal. Wo ist es die Wahrheit? Ich beweise es dir, dass es nicht die Wahrheit ist. Weil erstmal in der Logikquelle es gar nicht geschrieben steht. Dass Jesus LSLM so und so. Das sind einfach so Sachen, die halt Wunschvorstellungen. Ne? Der sagt, ja, guck mal hier, das steht geschrieben. Ja, dann kannst du an alles glauben. Kannst du auch an Hindu glauben. Der Hindu glaubt an Hindu, der Buddha an Buddhismus. Nein, komm mal mit Argumenten hier an. Ja? Ich meine, am Ende macht es doch keinen Sinn, dass man einfach daran glaubt, dass jemand einfach für jemanden gestorben ist und deswegen ist man gerettet. Was ist das denn? Ist das Sinn des Lebens oder was? Das ist doch eine Tragödie. Ja? Vorne bis hinten lesen. Ja. Die Sünde, das Problem der Sünde in der Welt, ja, dass das von Gott denn einen fernhält. Es muss erst, ja, entweder musst du perfekt sein, zum Beispiel wie Jesus, sündenlos. Alle Propheten waren perfekt und alle Propheten waren sündenlos. Keiner von denen hat Sünden gemacht. Die haben Fehler gemacht, aber keine Sünde. Und Jesus war auch laut Bibel eigentlich Sünde, hatte Sünde gehabt. Er musste getauft werden. Und jemand wird getauft, der Sünden hat. Ich kenne auch andere Leute, die ohne Sünde sind. Ja, gehen wir mal davon aus. Ja, also die haben schon gesagt, Hiob, glaube ich, Kapitel 33, Vers 39 muss, glaube ich, sein. Da steht auch geschrieben, ohne Sünde, dass er war. Ja, dass derjenige war. Ich glaube, es war Hiob gewesen. Ja, auf jeden Fall Engel sind auch ohne Sünden. Engel haben keine Sünden. Wo hast du gesehen, dass ein Engel gesündigt hat? Nein, Engel sündigen nicht. Ja, dann gibt es natürlich noch kleine Kinder, Säuglinge, sündigen nicht und sterben. Was ist mit diesen Leuten? Also es ist, das heißt, viele sind gleich. Die Sünde, dass man sündenlos ist, heißt nicht, dass man Gott ist. Das ist nicht, also es ist nur, weil man ohne Sünde ist, das zeigt nicht, dass man Gott ist. Auf keineswegs. Gott ist absolut. Der ist nicht jemanden abhängig, sondern man ist Gott abhängig. Jesus war Gott abhängig zum Beispiel gesehen. Er fiel auf sein Angesicht und betete Gott allein an. Gibt es mehrere Stellen? Gibt es mehrere Stellen. Ja? Jesus, er wurde ernährt. Gott ist derjenige, der ernährt. Gott ernährt sich nicht. Ja? Gott ernährt. Gott gibt das Essen. Gott gibt die Macht, die Kraft und so weiter. Ja? Aber Jesus hat die Kraft und die Macht bekommen. Auch wenn er die Vollmacht bekommen hätte, hat er die bekommen. Er hat nicht von vornherein die Vollmacht gehabt. Deswegen kann er nicht Gott sein. Sündenlos, Kinder, Engel. Der Prophet Mohammed war auch ohne Sünde gewesen. Dazu kommst du, glaube ich, jetzt. Machen wir mal Play. Dann kommst du brauchst du gar nicht. Also laut islamischen Modell, zumindest der Mehrheiten, kommen nur die Propheten ins Paradies. Weil die haben ja alle, sind ja sündlos. Und die nicht die gesündigt haben, die kommen nicht ins Paradies. So ein Versach. Dazu haben wir auch schon ein Video gemacht und aufgezeigt, dass man auch mit der Sünde auch ins Paradies kommt, solange man nicht Allah, Gott, beigesellt. Weil dieses Recht gilt nur für Gott. Weil er ist derjenige, der dich ernährt. Er ist derjenige, der dir Kraft gibt. Er ist derjenige, der dich schlafen lässt, der dich aufweckt. Er ist derjenige, der halt dir die Möglichkeit gibt, dass du überhaupt da bist, ja, dass du überhaupt erschaffen bist, dass du geboren bist, dass du alles kommt von Gott. Alles, was erschaffen ist, kommt von Gott, ja. Und das ist es halt. Und Jesus wurde auch geboren. Also Jesus, genauso wie wir geboren wurden, wurde Jesus auch geboren. Ja, laut biblischen Konzept, wenn wir es vergleichen, aber nach der Bibel. Und Gott verzeiht nicht, dass man ihn beigesellt. Die Propheten gesündigt. Es gibt nur einen Mensch, der nicht gesündigt hat in der Bibel, wie man es nachweisen kann. Nein, Hiob Kapitel 33, Vers 9. Und die Engel und die Säuglinge, die haben auch nicht gesündigt. Und sterben so viele Tausende von Säuglingen. Die sündigen ja nicht. Sind sündenlos. Oder willst du mir jetzt sagen, ein Säugling, der oder von mir aus ein Jahr alt, zwei Jahre alt, ja, oder drei Jahre alt, ich gehe noch weiter, vier Jahre alt, sündigt? Na, vier wird vielleicht ein bisschen knapp, aber zwei, drei auf gar keinen Fall, ja. Ein Zweijähriger sündigt nicht, der kann ja nicht mal richtig laufen, ja. Also sagen wir mal, Säugling und bis eins, okay? Weil nicht, dass jetzt ankommt und sagst, guck mal hier, YouTube-Videos, mit zwei Jahren ist er gelaufen, ja. Deswegen, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch Zweijährige, die nicht gesündigt haben. Gibt es 100 pro, auch wenn die laufen können. Auch Dreijährige, die nicht gesündigt haben, bis zu drei Jahren.
ja, die gerade anfangen zu reden, die gar nicht ihren freien Willen haben. Allein der freie Wille ist schon sehr wichtig. Wann kommt der freie Wille? Der kommt viel später, nicht mit 3, mit 4, mit 5. Vielleicht bei einigen bei 5, ab 5, aber bei wenigen. Ne? Das ist der Sohn Gottes, Jesus. Und der Jesus hat gesündigt, indem er auch gesagt hat, also für euch in der Bibel, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Hat er den ersten Stein geworfen? Hat er nicht geworfen. Ich meine, die Stelle ist sowieso verfälscht, steht gar nicht in der Bibel, im ältesten Schriften geschrieben, in Codex Vaticanus und Codex Sinaiticus und in den ganzen alten Schriften, Handschriften, kommt diese Stelle nicht vor, aber es ist ja wieder ein anderes Thema. Auf jeden Fall dann getauft, ja, wurde er. Und außerdem kennst du Jesus von den letzten 3 Jahren nur. Du kannst ja gar nicht Jesus von Anfang bis zum Schluss, wo er weiß, dass er nicht gesund hat. Der Prophet Mohammed, wir kennen wirklich seine ganze Geschichte, alles. Wie er gegessen hat, wie er getrunken hat, wie er gelaufen ist, wie er mit den Leuten geredet hat. Seine ganze Biografie, ja. Als er Prophet wurde und auch schon davor stehen vieles geschrieben, viel mehr als bei Jesus. Deswegen, aber ihr findet keine einzige Stelle, wo der Prophet Mohammed gesündigt hat. Uns Paradies rein. Wenn man den durchchecken würde, ja, ja, perfekt, passt. Du brauchst kein Opfer bringen. Du hast ja schon das erfüllt, um hier reinzukommen. Aber die ganzen Moslems und die Christen und die Heiden und alle, die müssen ja erstmal den allen ein Opfer vorweisen. Was für Opfer? Wenn die Muslime dann sagen, aber Gott, ich dachte, du bist gnädig. Wir hatten auf deine Gnade gehofft. Ich sage, ja, so funktioniert das hier oben nicht. Hier oben ist Zucht und Ordnung. Man macht es selber gerade zu Gott. Gotteslästerung gerade. Und den lassen wir rein und den nicht und den ja und den nicht. Nee, das geht so nicht hier. Hier musst du perfekt ankommen oder halt hast dementsprechend das Opfer, das dafür nötig ist. Ja, und wenn du opferst, bist du perfekt. Du mordest, tötest ohne Ende, du lügst ohne Ende, glaubst an Jesus, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist und schon bist du im Paradies. Das ist Gerechtigkeit. Ich will sowas nicht sehen und nicht haben. Es würde sagen, nein, das ist aber damit nicht gemeint. Trotzdem musst du dir Recht wiedergeben. Nein, aber trotzdem komme ich am Ende vielleicht doch noch ins Paradies. Nein. Das reicht alles nicht. Dadurch kriegst du vielleicht den Ferrari im Himmel, ja, aber in die Ewigkeit eingehen kannst du dadurch nicht. Ja, ja wie dann? Ja, da muss ja, welches Opfer ist denn wohlgefällig? Hätte ich mich umbringen. Das muss ja Gott sich selber opfern, sagt er jetzt. Überleg mal, was eine Gotteslästerung, was Gott ihn zulässt, damit er gerettet ist. Er denkt, er ist gerettet, aber am Ende ist er vollkommen falsch. Das sagt nicht, dass er ist in der Hölle, weil ja, wir müssen jetzt nicht provozieren. Auf jeden Fall ist er vollkommen falsch. Ja, das ist so, wie du siehst eine Sache an, ja, du siehst eine Sache und denkst, es ist Licht, am Ende ist es ein bisschen Finsternis, komplett in Finsternis, komplett wird alles dunkel, ja. Und du kommst gar nicht mehr weiter. So ist es bei ihnen gerade, weil es sind einfach nur Wunschvorstellungen. Zu meinen Lebzeiten, nein, das hätte nichts gebracht. Ich nehme nur ein perfektes Opfer an. Hättest du dich umgebracht, dann bist du ein ein Sünder, der sich umbringt, den kann ich nicht als Opfer gelten. Schizophrene, jetzt war aber. Also muss ich ein Tier bringen vielleicht? Ja, aber ja, das geht nicht. Ein Tier kann sich für dich nicht opfern, das geht nicht. Der Mensch hat gesagt, das geht nicht. Es ist wie sein eigener Gott gerade. Er redet gerade, wie ob er Gott wäre. Also billah Gott bewahre. Eine Riesensünde. Ein anderes Wesen. Das kriegen wir nicht hin. Also es muss schon gleichwertig sein. Also eine Kuh schlachten und hoffen, du kommst ins Paradies, das geht so nicht. Ja, ja. Aber bei den Juden hat es auch funktioniert. Ja, nee, hat es ja nicht. Ne? Sonst würden ja alle Juden ins Paradies kommen. Ne? Nein, nein, nein. Es hat aber mit dem ein Bild und Schatten hat zu tun. Es hat vielleicht auf Erden zumindest Konsequenzen dadurch beseitigt, aber nicht hier oben im Himmel. Also kein Jude kommt ins Paradies, nur weil er Kühe geschlachtet hat. Er steht in der Bibel geschrieben, in Genesis steht geschrieben, Tausende, Hunderte sind ins Paradies gekommen, die sind gerettet. Er steht sogar geschrieben, weil er tut ja so, ob Jesus, nur mit Jesus. Er steht geschrieben in der Bibel, dass Abraham alle Sitten und alle Gebote gehalten hat. Abraham hat es geschafft, ohne Jesus. Hat nicht an Jesus geglaubt, dass er für die Sünden der Menschen gestorben ist. Und trotzdem hat er laut Bibel, aber er glaubt ja nicht an diesen Bibel, er glaubt an die Nature 23 Bibel, aber er will nicht an diesen Bibel glauben, er will an dem von Textus Receptus von den Trinitarier, ja, von den Leuten, die halt nur Jesus als Gott erklären wollen. Nein, Abraham hat alle Sitten, alle Gebote gehalten, steht in der Bibel geschrieben. Steht in der Bibel geschrieben. So, wir gucken jetzt hier einfach mal die Stelle an, wir machen jetzt hier und wir gucken uns einfach mal die Stelle an, wo es auch geschrieben steht, damit er auch sieht, nicht, dass er sagt, ich habe jetzt hier eigene Bibel oder so, Ramazan-Bibel oder sowas holt, ja. Das ist, glaube ich, Genesis Kapitel 26, Vers 5. 5 bis 5. Machen wir ein bisschen auch größer.
weil Abraham auf meine Stimme gehört hat und gehalten hat, was ich ihn gehalten hieß, meine Gebote, Satzungen und Weisungen. Ja, und wir gucken mal auch mal jetzt diesen Textus Receptus an, weil das ist ja der Nature 23 Bibel ungefähr. So ungefähr, weil es ja von Textus Receptus hier Schlachter 2000, weil Abraham meine Stimme gehorsam gewesen ist und meine Rechte, meine Gebote, meine Satzungen und meine Gesetze gehalten hat. Abraham hat was getan? Alles gehalten, alles geglaubt und hat geschafft ohne Jesus. Ohne dass Jesus da war, hat Abraham geschafft. Geht es? Es geht auch ohne Jesus. Ne? Jetzt haben wir hier noch, ich glaube, das ist Exodus Kapitel 21, Vers 5 müsste es sein. Exodus Kapitel 20, Vers 5 oder 20, Vers 5, glaube ich, muss es sein. 2. Mose 20, Vers 6. Glaube ich, oder? Ja, doch, haben wir doch schon hier. Sehen Sie, seht ihr? Der aber Gnade erweist an Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Was haben die gemacht? Die haben die Gebote gehalten. Wer sagt es? Gott in der Bibel, nicht Gott im Koran. Das ist Ramazan-Bibel, das ist kein Ramazan-Bibel. Ja? Das ist, sind auch Gefolgsleute von Moses. Ja? Tausenden von Generationen von denen, die mich lieben und meine Gebote auch halten. Die haben die Gebote gehalten. Ich glaube, wir könnten auch jetzt ganz schnell Hiob zeigen hier. Jetzt haben wir die Stelle hier gefunden. Also hier steht geschrieben, das ist nicht Jesus, das ist jemand anderer. Und hier steht, rein bin ich, ohne Vergehen, makellos. Was heißt makellos? Fehlerlos. Und frei von Schuld. Seht, er findet Anklagen gegen mich, er behandelt mich wie sein Feind. Ja, hier haben wir das, diese Stelle hier. Wir machen mal hier, Moderner, Bla, Elberfelder, Luther, Schlachter, hier Schlachter 2000. Textus Receptus von Nature 23. Ich habe leider seine Übersetzung nicht da. Ich denke mal, da steht es, obwohl er hat das Alte Testament gar nicht übersetzt. Rein bin ich ohne Vergehen, unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Sie erfindet Feindseligkeit gegen mich, erhält mich für seinen Feind. Da steht hier geschrieben und das ist nicht Jesus, das ist das Alte Testament und ohne Jesus war hier auch jemand sündenlos gewesen. Ne? Zumindest steht es hier so geschrieben. Das wissen aber viele Christen nicht, weil die Bibel gar nicht lesen. Das ist es halt. Wir machen jetzt hier mal weiter, was er hier noch sagt. Da muss ich ja, also wenn die Tiere nicht funktionieren und ich selber auch nicht gehe, dann muss ich ja also irgendjemand finden, der nicht gesündigt hat. Kann ich Mohammed nehmen? Mohammed kann der nicht für mich Fürsprache einlegen. Der hat doch auch nicht gesündigt. Ja, mein lieber Moslem, es tut mir sehr leid, aber... auch wenn es in deinem Buch da drin steht, dass dieser Mohammed nicht gesündigt hat. Also in meinen Augen ist er ein Sünder. Geht nicht, der ist ein Sünder. Dementsprechend kannst du richtig, dich nicht... Also, ja, eine richtige... Fürsprache würde ich einigen, ginge das nicht, weil er ist nicht perfekt. Ja, kein ist nicht perfekt. Ist von den Menschen auf Erden. Und bei uns gibt es wenigstens eine Quelle. Bei uns in Hadithen kommt ja, wird ja die Fürsprache, wird der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam für seine Umma machen, für seine Gemeinde machen. Und wer schickt die Leute, die normalerweise wollen, ne, dass man für die Fürsprache macht? Wer schickt die zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Das ist Jesus al-Salam. Zumindest steht es bei uns geschrieben, dass Jesus diese Leute, diese Menschen, die halt die Fürsprache suchen, dass er die weiterleitet an den Gesandten Allahs, an den letzten Khatam al-Nabiyin, an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, wir haben wenigstens eine Quelle dazu. Bei uns in unseren Schriften steht es geschrieben. Hadith Sahih, ja. Und Hadith Bukhari, Hadith Muslim, Hadith Sahih. Und das steht wenigstens bei uns geschrieben. Wir können es sagen, aber er macht einfach nur Wunschvorstellungen, der Prophet Mohammed. Kein Problem. Woher weißt du? Vielleicht wird Jesus sagen, oh Mohammed, das ist nicht meine Umma, deine Umma. Sprich die Fürsprache für die aus. Oder gib die weiter, leitet die weiter an den Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Ja, also nochmal nebenbei. Wir haben eine Quelle, aber er geht was? Nach Wunschvorstellungen, nach Mutmaßungen, nach Einflüsterungen. Es wird eingeflüstert. Der Shaitan spielt mit ihnen.
Wir machen weiter jetzt letzte Runde. Letzte einer. Minuten. Oh, doch einer. Okay, also es gibt also doch irgendeinen, der sagt, okay, die Propheten haben also im Koran gesündigt. Ja, nee, dann, ja, wer denn? Ich brauche also einen Menschen, der sündlos ist. Wie Shaitan, ne? Wie Shaitan, wirklich, wie Iblis, a'udhu billah. Und der sich für mich geopfert hat. Weil der ist ja kein Tier, der ist auch ein Mensch, das verstehe ich. Und dann kann ich auch dadurch denn leben. Ja, weißt du? Ja, okay. Diese Leute suchen einfach wirklich einfach ein Opfer. Die suchen sich einen Menschen, damit die einfach sündigen können. Warum suchst du einen Menschen? Mach deine Hände hoch. Oh Allah, du bist allmächtig. Du bist allvergebend. Und Allah vergibt dir die Sünden. Yani, wozu suchst du ein Opfer? Warum sucht ihr ein Opfer? Wieso wollt ihr unbedingt ein Opfer sehen? Sagt mir mal bitte, wo kommt es her? Ich bin mir sicher, dass man, wenn man die griechische Dings da anschaut, Mythologie und so weiter, findet man sowas auch. Bei Maya gibt es sowas auch, ja. Bei vielen, vielen Religionen gibt es diese Sachopfergeschichte. Aber Christen, das Christentum ist monotheistisch geprägt. Und nicht nach christlichen Mythologie, christlichen, sag ich, griechische Mythologie, ja. Warum suchst du ein Opfer? Du bist der Opfer. Wir sind Opfer. Wir sind Diener Gottes. Wir sind Opfer. Wir müssen Allah, Tabaraka wa Ta'ala, den einzigen Gott dienen. Ansonsten sind wir Opfer. Wir machen mal hier weiter. Ja, wer ist dieser? Sag es mir, dann werde ich an ihn glauben und dann kann ich ans Paradies. Na, es ist Jesus, mein Sohn, in Jesus Christus, der in der Bibel drin steht. Ach, da hatten die Christen also doch recht gehabt. Scheiße. Ach, die Bibel, der Pseudonym ist, wo keiner weiß, wer die Verfasser sind, keiner weiß, wer die geschrieben hat. Bibel, wo Widersprüche sind. Ja, die Widersprüche werden wir nochmal aufkommen, was du halt versuchst zu beantworten, voll lächerlich, ja. Warum die Bibel? Jesus hat nie gesagt, dass er Gott ist. Jesus hat gesagt, dass er Diener Gottes ist. Jeder hat Gott allein angebetet, ja. Warum glauben alle Christen auf einmal zu 99%, dass Jesus Gott ist, dass er Sohn Gottes ist, ja. Obwohl Gott nicht sein Sohn ist, ja. Er ist der Diener Gottes und nicht Sohn Gottes. Ah, Mann, ich wusste schon immer, das stimmt vielleicht irgendwas nicht. Und da jetzt, ja, scheiße, naja. Boah, ich bin ja dafür natürlich jetzt erstmal hier ausgegangen, ne, dass der Muslim, ohne von Jesus gehört zu haben, vor Gott steht, ne, und das erklärt bekommt. So, was macht der Muslim? Wir haben einen Beweis, wir haben eine Quelle, wir haben eine Überlieferungskette, die zu dem Propheten Mohammed führt. Ihr habt keine einzige Überlieferungskette, nicht mal eine einzige Stelle, die bis zu Jesus führt, wo ihr also beweisen könnt, dass Jesus halt Gottes oder was auch immer ist. Ja. Oh, da hat mir vorher keiner was erzählt von diesem Jesus. Na gut, wenn der das ist und das ist dein Sohn und du hast ihn geschickt und der sollte als Opfer sterben, damit wir dann auch ins Paradies können, na dann glaube ich daran. Super. Na dann hopp, Moslem, ab ins Paradies. So, nächste bitte. Nein, immer Allah. Ich gehe mit Allah in den Tod. Ach, du willst nicht? Nein, ich will mit diesem Gott der Bibel nichts zu tun haben. Ich will freiwillig in die Hölle. Der Gott der Bibel ist derselbe Gott wie der Gott im Koran. Kein Problem, da wollen wir doch immer nicht lang rum, ne? Da hinten, da bringt ihn mal, ja, der will nicht. So, der nächste Moslem, bitte. So, wie ist er bei dir aus? Lust aus Paradies oder willst du deinem. Er folgt den konstantinischen, den konstantinischen Glauben. Denn Nizza teilweise auch entstanden ist, wo es dann staatlich wurde zumindest. An diesen Gott will er glauben. Wir glauben an diesen Gott nicht, also zumindest an diesen Verständnis Gottes nicht. Ja, wir glauben an den nicht. Wir glauben nicht an jemanden, der Menschen, der erfunden hat, die Kirche erfunden hat. Ja, wir glauben an dem, an die Offenbarung. Wir glauben an die Lehren von Jesus, al-Salam, das, was ihnen offenbart wurde. Wir glauben, was Moses offenbart wurde, was Jesus offenbart wurde und was von den letzten Propheten Mohammed offenbart wurde. Hast du damit ein Problem? Dann ist es dein Problem, nicht unser Problem. Ja, muss ich unbedingt jetzt Menschen folgen? Muss ich irgendwelchen Leuten folgen, die irgendwas aufgeschrieben haben und gesagt haben, das ist von Jesus? Obwohl die nicht mal in der Zeit gelebt haben, nicht mal Jesus gesehen haben teilweise. Nimmt dort vielleicht nach vor ihm direkt. Ne? Und so ungefähr kann man sich das denn vorstellen. Ne? Nur also bildlich gesprochen. Ne? Tja, also wir sehen, die Muslime müssen viel lernen. Was hilft? Ich meine, der glaubt an Erasmus von Rotterdam, an Textus Receptus. Überlegt euch mal, wo ein Menschen, wo ohne Ende Fehler sind. Es gibt keinen Menschen, der heutzutage sagt, dass die Bibel keine Fehler hat. Es ist Konsens bei allen, aber wirklich allen. Wir reden auch von diesen radikalen Christen. Ja, auch die glauben daran, dass die Bibel Widersprüche, Fehler hat. Die sagen, das ist vielleicht nicht ausschlaggebend, aber es hat Fehler, sagen die. Dann gehst du wieder rein, findest wieder nach Stunden oder nach ein paar Minuten einen Ausweg und dann wird es wieder zugemacht. Die Christen machen
die ganzen Wege zu. Die wollen unbedingt hören, dass Jesus Gott ist. Mir reicht es, wenn du sagst, Jesus ist der Sohn Gottes oder Jesus ist dein Herr. Das reicht mir schon aus. Für dich. Aber die Nizza, also was in Nizza halt entschieden wurde, da heißt es, wer nicht daran glaubt, dass Jesus Gott ist, ist ein Ungläubiger. Du bist eigentlich auch ein Ungläubiger, Nature 23, für diese Leute, für diese Gestalt, für diese Menschen. Du bist ja gar kein Christ für die. Und das ist die Mehrheit. Das ist Mehrheit der Christen glauben so. Ja? Du vielleicht nicht und deine einige Christen, die halt mit dir zusammenlaufen oder mitlaufen. Aber die Mehrheit der Christen sagen, entweder glaubst du daran, dass Jesus Gott ist, oder du bist ein Ungläubiger. Da hast du auch zur Wahrheit gefunden, zumindest erstmal ein Grundfundament. Aber ja, es gibt Menschen oder Christen da draußen, die verlangen von dir, dass du sagst, Jesus ist Gott. Und erst dann kommst du ins Paradies, vorher kommst du immer noch in die Hölle. Ja, von so einem Christen halte ich auch nicht so viel an, Ramazan, ne? Davon tummeln sich aber viele im Internet rum, das stimmt. Nicht nur. Und so fühlen wir uns, wie in einem Labyrinth. Immer wird es zugemacht, der Weg wird einfach geschlossen. Ja? Obwohl man sieht, da ist ein Ausweg, auf einmal ist es so. Und das ganze Zeit, immer wieder. Wir bringen Verse aus der Bibel und sagen, Jesus ist nicht allmächtig. Jesus hatte keine Macht gehabt. Jesus war nicht allwissend. Jesus wurde nicht angebetet. Jesus hat gebetet und so weiter. Mehrere Stellen aus der Bibel, wo er Messias genannt wird, wo er der Meister genannt wird und so weiter. Und Sohn Gottes genannt wird und so weiter, Ramazan. Das müsste natürlich den Moslems nicht erzählen, ich weiß. Also er sagt, ich habe Sohn Gottes, soll ich nicht, würde ich den Muslimen nicht erzählen, weil ich manipulieren will, das will er damit sagen. Wir zeigen jetzt mal was auf. So, machen wir hier die Kamera mal hier ran und dann werden wir inshallah mal hier was aufzeigen. Und zwar sind die ganzen Videos von mir. Ich gebe einfach nur hier Sohn Gottes ein. Und El Bayyin, ne? So, hier haben wir jetzt zum Beispiel Sohn Gottes, ja. Hier haben wir das Video. Dazu habe ich extra ein Video gemacht. Wie lange? 1 Stunde und 22 Minuten. Aus Quellen, aus christlichen Büchern. Aus christlichen Büchern habe ich hier gezeigt, was Sohn Gottes bedeutet. Und hier sieht er, das ist das Video. Also es ist, ich habe schon darüber mal ein Video gemacht, aber er hat bis jetzt auch gar nicht geantwortet auf das Video, weil da kann man gar nicht antworten. Und da zeige ich auch auf, dass man damals Sohn Gottes, das gar nicht Wort für Wortwörter zu verstehen war. Vor der babylonischen Zeit, ja, hat man es nicht wortwörtlich verstanden. Die Juden sagen, Sohn Gottes ist nicht wortwörtlich zu verstehen. Die jüdischen Exegeten sagen, das ist Diener Gottes gemeint. Solche, die Engel werden ja auch Sohn Gottes genannt in Genesis Kapitel 6, Vers 6 und so weiter, ja, in mehreren Stellen. Und aus Büchern zeige ich das. Und die hellenistischen Juden haben das umgeändert. Irgendwann mal in der babylonischen Zeit, nach der babylonischen Zeit, haben die das gesagt, dass Sohn Gottes Wort für Wort zu verstehen ist, die Hellenisten, die hellenistischen Juden, ja, oder Christen, wie auch immer. Aber keineswegs, ja, ist es Wort für Wort zu verstehen. Das heißt, Diener Gottes oder jemanden, ein König, der die Gesetze ändern kann, das ist Sohn Gottes gemeint. Oder Diener Gottes, ja. Dazu habe ich ein Video gemacht, 1 Stunde und 22 Minuten. Das könnt ihr auf jeden Fall hier sehen und wer interessiert ist, der kann das Video anschauen. Ich werde es nochmal erneuern, irgendwann mal werde ich das Video nochmal neu machen, ein bisschen verbessern, ändern, umstellen, ein bisschen kürzer machen vielleicht, daraus 45 Minuten machen, aber wer interessiert ist, kann sich gerne anschauen. Dann kommen die immer wieder und machen das mit irgendwas. So, haben wir noch hier meistens immer sind es 3, 4 Verse aus der Bibel oder aus Paulusbriefen und Apostelgeschichte und was weiß ich was, zeigen die uns, machen dann den Weg wieder zu. Die wollen unbedingt in der Hölle bleiben. Denn der Weg fürs Paradies, der ist ganz leicht. Ja. Allah subhanahu wa ta'ala hat jedem einen Verstand gegeben. Ja, okay. Und man kann das ganz schnell herausfinden. Oh. Da haben wir noch einige Videos geplant. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich habe jetzt nicht einen Tipp gegeben, wie man es macht. Ne? Ah ja, Ramazan seine Bibel lesen, die nur eine Seite hat. Achso. Damit sein Ramazan seine Bibel lesen, seine eine Seite hat. Ganz Zeit nur Bibelstellen, aber der lehnt diese Sachen vielleicht ab, ich weiß es nicht, oder er kennt diese Stellen nicht, aber... Einfach ist das, okay. In der Bibel, das wird auch eine Serie sein, über Stunden dauern, und dann haben wir noch ein anderes Thema, sehr wichtiges Thema, und zwar, dass die Bibel verfälscht wurde, weil immer wieder wird es gesagt, wo wurde denn die Bibel verfälscht, wann wurde die Bibel verfälscht,
Wir werden aus christlichen Theologie, aus christlichen Quellen zeigen. Aus schiitischen christlichen Quellen, das ist ja interessant. Schiitische christlichen Quellen, wo lebt dieser Junge? Christen, Kirchenväter, unter anderem auch christliche Gelehrten. Du kannst ja nicht zum Beispiel Origenes oder jemand anderen, ist ja jetzt auch egal, ja, du kannst ja nicht sagen, das sind alle jetzt irgendwie christliche Schiiten. Die sind, diese Leute haben die Trinität auch bewahrt. Ja, die Trinität sag ich schon jetzt. Die Bibel auch bewahrt. Ja, und wenn wir aus diesen Quellen zeigen, dass die Bibel verfällt, wenn wir sagen, dass Marcion die Bibel geändert hat, was willst du sagen? Willst du es verleugnen? Tertullian beschuldigt Marcion. Also im 2., 3. Jahrhundert haben diese Leute gelebt, ja. Da kannst du nicht einfach sagen, nein, stimmt nicht. Wenn heute irgendwelche Leute Christen halt, die halt auch an die, von mir aus sogar an die Trinität glauben, die vielleicht auch glauben, dass Jesus Gott ist, wenn die sagen, dass die Bibel Fehler hat. Was willst du dazu sagen? Nein, die Bibel hat keine Fehler. Er sagte mal christliche Schiiten. Was für Schiiten? Sunnit. Präzise genug, dass die ganzen... Das Problem ist, er hat nicht so viele Bücher gelesen. Lehrten der Christen zumindest nicht über das Thema. Im ersten Jahrhundert bis heute auch daran geglaubt haben, dass die Bibel verfälscht wurde. Ach, die Schiiten. Ja, seit dem Islam gibt es ja auch schon, die behaupten auch so einiges. Aber glauben die Sunniten das? Du glaubst an diese Leute, an deren Schriften glaubst du. Du glaubst an diese Leute und sagst, sie sind auf einmal Schiiten geworden. Wir glauben niemals von einer Schiitenquelle, nehmen wir niemals an. Wir nehmen niemals einen Hadith an, der von einer schiitischen Quelle ist. Egal, ob das Sahih ist, spielt für uns keine Rolle. Wir nehmen diese Sachen nicht an. Warum? Um sicher zu gehen. Damit wir ganz genau den geraden Weg gehen können. Und nicht vielleicht dann diese Quelle nehmen, dann nehmen wir wieder andere Quellen an, dann sind wir wieder... Nein, wir nehmen gar keine Quellen erst recht an, auch wenn die weil die gar nicht vertrauenswürdig sind, diese Quellen. Aber wir reden ja von den christlichen Quellen, denen du annimmst, von diesen Leuten nehmen wir, reden wir gerade. Wir reden von Leuten, die du daran fest... Also von Erasmus von Rotterdam zum Beispiel. An seine Bibel glaubst du ja. Da mussten wir auch von... Wenn wir, ist er jetzt ein Schiite, schiitischer Christ... aufhören, mit den schiitischen christlichen Quellen zu kommen. Oder es gab immer wieder auch Christen, die daran geglaubt haben, dass die Bibel nicht verfälscht wurde, aber es gab ja auch immer die sunnitischen Christen. Also es ist, der sieht einfach nur alles schwarz-weiß. Ja, das ist, das ist ein Radikaler, das ist ein Fanatiker. Das ist ein Fanatiker. Die glaubten... Zu sagen, komm, zeig mir mal, wer ist es gewesen, zeig mir, ich prüfe das nochmal nach. Nee, es ist so. Er tut so, ob er alle Bücher gelesen hat. Zu wissen, welche gefälscht wurde und welche nicht. Zu Recht. Christen, die daran geglaubt haben, dass sie die Bibel... Deswegen ist es auch, haben wir schon gezeigt, was im Textus Receptus geschrieben steht über die Trinität, im ersten Johannes-Evangelium. Das haben wir schon Teil davor gezeigt, dass es immer noch geschrieben steht. Und das ist eine Fälschung, eine klare Fälschung. Oder? Nicht nur die Muslime haben daran geglaubt, sondern es gab es auch Christen und es gibt immer noch Christen, die daran glauben, dass die Bibel verfälscht wurde. Ja, wie gesagt, die schiitischen Christen, die mögen das immer noch glauben, dass es die wahre Bibel nicht mehr gibt. Wir sunnitischen Christen... Ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, wer ist denn für ihn schiitischer Christ und wer ist für ihn der sunnitische Christ? Sollen wir mal bitte mal beantworten? Sollen wir bitte mal 10 Namen erwähnen, die ein sunnitischer Christ ist? Und 10 Namen, die schiitisch Christen, das ist so ein Quatsch, wirklich. Ey. Wir glauben immer noch, dass die Bibel in der Wahrheit vorhanden ist, und zwar masoretisch. Die Schiiten glauben auch an den Koran. Das soll er mal wirklich mal langsam mal verstehen. Die Schiiten sagen nicht, der heutige, dass der Koran von den Sunniten ist falsch. Er denkt, glaube ich so, aber es stimmt nicht. Die Schiiten glauben an denselben Koran wie die Sunniten. Guckt euch mal hier mal an, das Video hier, was er hier gemacht hat, das sind die letzten Minuten jetzt. Da sind wir endlich mal fertig mit dem ersten Teil. Text, Altes Testament in Hebräisch, Aramäisch und im Neuen Testament der Text. Er ist Nature und ich bin hier unten. Wir sehen also, das war wohl nichts heute. Was hat er gerade gesagt? Ja, warte mal nochmal. Hören wir mal an. Heute. In der Wahrheit vorhanden ist, und zwar im masoretischen Text, Altes Testament in Hebräisch, Aramäisch und im Neuen Testament der Textus Receptus. Erasmus von Rotterdam, der den Fehler im 1. Johannes immer noch geschrieben steht, wo der ohne Ende Fehler gemacht hat. Ja? Der Erasmus von Rotterdam, der es richtig sagt da. Daran glaubt er. Der ohne Ende Fehler gemacht hat. Ja. Deswegen ist der Nestle-Allend-Bibel eigentlich viel kräftiger,
weil die gesehen haben, dass diese Leute haben gesehen, dass der Text des Rezeptes so viele Fehler hat, die kamen damit gar nicht klar. Die konnten es gar nicht verkraften. Das Christentum konnte es gar nicht verkraften. Und deswegen haben die ganz schnell Nestle-Aland-Bibel aufgebaut, ja. Und dann ist die Bibel halt entstanden gegen halt Text des Rezeptes, weil da halt sehr viele Sachen halt auf jeden Fall anders ist, anders aufgebaut ist, die Bibel. Lieber Ramazan, wir sehen also, das war wohl nichts heute, ja, mit deinem Halbwissen, Auslassung von Bibelfersen. Ja, wir schauen uns in Zukunft dann weitere Videos von Ramazan an und da wird es dann. Also, ich finde, das ist Kindergarten, ne? Ausgehen als. Also, das ist wirklich Kindergarten. Kindergarten pur. Man guckt, man sieht hier gerade, dass er auf jeden Fall nicht verheiratet ist, ja, dass er zu Hause alleine ist. Dass er irgendwie Hobbys, so als Hobby das macht, ja. Vielleicht auch neue Hobbys braucht. Also man merkt auf jeden Fall, dass mit Nature 23 einiges nicht in Ordnung ist. Hier. Ich weiß, wie es ist zu verlieren. Kindergarten. Dieses verzweifelte Gefühl, im Recht zu sein. Und dennoch zu scheitern. Das ist ein Bibelübersetzer, der jemand, der Bibel übersetzt. Also ich finde, das ist ganz ehrlich. Es ist beängstigend. Naja. Also er hat gedacht, das ist schon länger her, dass er diese Videos hochgeladen hat. Er hat gedacht, ich werde keine Videos gegen ihn machen. Aber alles mit seiner Zeit. Ja, wir haben schon sehr viele Videos gemacht, aufgezeigt. Wir werden natürlich mit diesen Kindervideos nicht so auf diese Art und Weise die Videos aufbauen, die Videos gestalten, auf gar keinen Fall. Wir werden sachlich bleiben und aufzeigen und seine Lügen aufdecken, seine Fehler aufdecken mindestens, ja. Und das werden wir natürlich im nächsten Video weitermachen, da geht es um Beschneidung, ja. Bleibt einfach dran, das nächste Video wird auf jeden Fall sachlicher als die Videos bis, also als dieses Video, was wir jetzt gerade hochladen werden. Und inshallah am Sonntag werde ich das hochladen.